Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Sunless Sea. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe es einfach mal gefunden in meiner Bibliothek. Und ja, mal gucken, was es ist, wie es ist. Und überhaupt. Okay, Chart. Okay, so. Ja, wird schon passen, denke ich. Neues Spiel. Neues Spiel starten? Bist du sicher? Ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen düster sein, das Spiel. Die Krabbe ist auf jeden Fall sehr schlimm. Sieht aber aus wie ein Pokémon. Wenn deine Crew 0 erreicht, bist du tot. Oh, da fällt mir ein anderes Spiel an, was wir hätten spielen können. Aber... tja. Keine Ahnung, was das ist. Okay, mal gucken, wie weit wir kommen. Captain Marken. 3 Jahrzehnte ist es her. Die Herrschaft von Victoria. Achso, in der Herrschaft von Victoria. London wurde von Fledermäusen beklaut. Und es liegt nun sehr tief in der Oberfläche. Es war nicht zugänglich von, keine Ahnung, was das heißt. Es war sehr schlecht, auf jeden Fall für alle. Aber es hat einen schwarzen Ozean zu dir geöffnet. Willkommen! Willkommen zum Untersee. Aha. Entscheide, wo du bist und was du gerne sein willst. Warum nicht? Da scheine ich wohl nichts anderes auswählen zu können. Ich habe eine Lodge. Ne, ich habe einen Raum. Gut. Nun, du bist Captain. Und du gehörst zur See. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wo warst du vorher? Ah, jetzt kann ich anscheinend auswählen. Ach so, das hätte ich vorher schon auswählen können. Hm, egal. Jo, ja, wir sind hier so ein Straßentyp. Achso, das gibt Bonus. Was ist das für ein Spiel? Was spiele ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wenn dann hoffnungslos. Das wird schon passen. Es ist schade, dass ich das Spiel nicht auf Deutsch habe. Oh, da oben ist ein Bild hingekommen. So. No, you are the Captain. Okay. Also man fährt zur See. Das habe ich schon verstanden in dem Spiel. Ja, was hat Gewinn damit zu tun? Ich will es einfach nur ausprobieren, ne? Schon. Nimm das. Wird schon passen. Ja, klicken wir uns einfach durch. Mir dauert es schon zu lange. Captain, eine Irregularität mit den Hafenmeisters Büro. Die wollen wissen, keine Musik her. Ich hasse das wie die Pest, ne? Ne, das müssen wir ändern.
Wenn es hier im Spiel wieder Musik gibt, dann blende ich wieder was Normales ein. Warte mal, ich hab doch. Das müsste sogar noch funktionieren. Musik! Gut, mit was öffnet das standardmäßig? Ne, das da. Nicht, dass er irgendwas Falsches öffnet hier. Öffnet gar nichts. Fängt ja gut an. Oh, das Spiel ist mir zu ruhig. Ach, der kann es nicht starten, weil die Playlist keinen Anker hat. Das ist natürlich bitter. Dann finden die anderen Playlists das leider auch nicht. Das haben wir gleich, Moment. Ach, was suche ich eigentlich so lange? So, wo ist das andere? Wenn wir schon irgendwie sowas... Ne, Moment, dann nehmen wir andere Musik. Nehmen wir die. So, gut. Ich hasse das. Ich hasse ruhige Spiele, ne? Also, es ist schön, wenn sie ruhig sind, aber ich will ja zumindest irgendwas im Hintergrund hören. So. Die wollen wissen, wie sie mich jetzt nennen sollen. Auf See. Oder offshore. Gut. Nennt mich mein Lord. Ja. Mein Lord. Vielleicht kommst du wirklich von der noblen Familie. Hier hast du ein paar Bonis. Ach, jetzt suchen wir jetzt unseren... Ist das Captain Iglo oder was? Wie sieht mein Lord aus? Das erinnert mich an Bioshock jetzt. Meine Fresse, ich dachte gerade, da läuft falsche Musik. Gut. Ich find ihn cool hier. Gut. Choose your name. Wir sind Lord Baronimus. Gefallenes London. Dunkle, dunkle, tiefe. Tiefe, dunkle. Und überhaupt dunkle. Merkwürdigkeit. Der Start. Ne, die Reise startet hier. Und hier wird auch die Reise enden. Gut, wir haben kein... Also wir haben hier offenbar irgendwie so einen komatösen Typen. So einen komatösen Teddybär. Sieht mir so aus. Sieht auch aus wie ein Teddy, oder? Das ist eindeutig ein Teddy. Das Ding. Ja, Tutorial, gerne. Hätte es früher kommen können. Objective on Storage Punkers are on the right hand side. Das sind also Objektive. Mouse over and icon or click the category heading to see details. Also wenn ich das wegklick. Click launch button. Ja, wir wollen doch nicht launchen. Gut, also das ist London hier. Brauchen die Geld oder so? Ich hoffe nicht.
Das Spiel ist auf Englisch nicht gerade einfach, vor allem wenn es textlastig ist. Es kann recht schnell sein, schnell und kurz sein, das Let's Play. Vielleicht wird es nur ein Let's Show, mal gucken. Ne. Left-click, drag and drop. Okay, ich kann hier also welche hinschieben. Ich hätte gern einen ersten Offizier oder sowas. Kriege ich sowas schon? London. Gut, wir können Triebstoff kaufen. Und Waren und so. Können also auch Waren verkaufen, zum Beispiel Treibstoff hier. Okay, wo sehe ich mein Geld, bitte? Das ist mein Treibstoff da oben. Also ich kann 9 irgendwas Treibstoff habe ich. 9 Barren. Ein Barrel oder Barren? Barrels, ja. Also Fässer. Ach, da ist mein Geld. Echo? Echoes are the currency. Achso, Echo ist also Geld. Okay, das Echo ist Geld. Das wird ja sehr interessant hier in dem Spiel. Okay, es ist kein Let's Show, es ist ein Let's Test. Gut, wir können keine... Vor allem einfach so zu sehen, ne? Brauch kein Tutorial jetzt. Launch? Okay. Launch! Ah, okay, ich kann mit VSD steuern. Mit A und D kann ich steuern. Zibet. Logbuch. Kann ich auch pausieren? Ah. Auf einmal ist Musik da. Ich habe gerade pausiert anscheinend. Lockenbuch. Lockenbuch. Lockenbuch ist gut. So, das wieder runter hier. Das bräuchte nicht. Logbuch des Captains, Sternzeit 30. November 1887. Eroberung, Entdeckung. Kann ich nicht aussprechen. Abyss. 50 Fragmente gewonnen. Oh, das verbraucht sie aber sehr schnell. Hunger. Es gibt also auch Hunger in dem Spiel. Okay, Inventar gibt's nicht. Wo will ich eigentlich hin? Und das Keep entdeckt. Huch, es stockt. Was passiert, wenn ich eigentlich volle Kanne gegen irgendwie so eine Insel fahre? Ja, ich probiere es besser noch nicht aus. Abyss. Eine Reihe von Seefledermäusen hängen von einem Kabel. Ihre Köpfe wackeln verschieden. Wackeln hin und her. Und komisch, weil du an Deck gehst. Wenn es weiter so ist. Kann ich nicht irgendwie beschleunigen oder so? Volle Kraft voraus. Keine Land irgendwas. Landeier. Würde ich das mal übersetzen. Würden diese Veränderungen bemerken. Aber du fühlst in der Luft
prickeln auf deiner Haut. Irgendwas Neues. Na, das Stocken kann wahrscheinlich davon herkommen, dass, ja, was ich schon erwähnt habe. Keine, das habe ich schon vorgelesen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ordentlich was verbraucht. Oh, da sind Krabben. Eine Deckwaffe, okay. Scheint sind die Krabben feindlich. Oh, ich bin ja eh tot, ne? Antilogen, Alarmstufe rot. Alle Mann auf Gefechtsstation. Torpedos abfeuern. Torpedos kann ich nicht abfeuern. Warum? Ach, ich kann nur vorwärts schießen. Pium! Haha, ich habe ihn umgebracht. Ne, doch nicht. Ah, volle Kraft voraus. Das ist ja ein lustiges Spiel. Der ist immer in meinen toten Winkel. Das gefällt mir nicht. Ah, daneben. Zielsensoren neu justieren. Habe ich schon Hüllenbruch? Ja, habe ich schon. Auroral Megalops. Hat ja super funktioniert. Klatsch. Okay, er macht nicht viel Schaden, aber jetzt möchte ich die Krabbe ja schon besiegt haben. Gut, mal ein bisschen verringern, damit der Wendekreis niedriger wird. Klatsch! Megalops besiegt. Epischer Kampf gewonnen. Mit einem irgendwas und krächzendem Schrei legte er sich auf die Seite. Blut fließt raus und strömt ins Wasser aus seinen Wunden hinaus. In das goldene Glühen. Ein goldenes Glühen glüht jetzt. Hm. Ausschlachten. Ah, ich habe Hunger verloren. Cool. Okay. Das ist gut. Also wir wissen jetzt, wie wir Hunger kriegen. Gut. Alle Mann zurück an die Arbeit. Alarmstufe rot beendet. Eigentlich finde ich das geil. Gut, da ist ein Hafen bestimmt, ne? Ich möchte mir das anschauen. Bis. Okay, Captain. Was? Worauf soll ich jetzt schießen? Erstmal nicht. Was ist denn das eigentlich? Speak. Ach, das ist ein Frettchen. Okay, das liegt einfach so auf dem Deck und fliegt halt da einfach. Wird schon passen. Kann ich da andocken? Ich bräuchte mal ein bisschen Treibstoff und Handel. Bin ich da? Ja, ist gut. Ich möchte da nicht gegenfahren. Ich würde ja schon gerne wissen, wie ich da hingehe.
Achso, einfach rechtsklicken. Ja, ich weiß schon, dass ich Hüllenschaden habe, aber wie komme ich da hin? Ich habe rechts geklickt, aber das tut sich nichts. Licht aus. Tippet. Keine Ahnung, was das bringt. Okay, es fliegt herum. Ah, die haben Land entdeckt. Also, beziehungsweise kein Land entdeckt. Die entdecken also Land. Okay, anscheinend ist das hier gar kein Dock oder so. Es ist ein Depot, aber ich kann nichts machen damit. Ich glaube, ich gehe am besten wieder zurück, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Gehen wir zurück zum Untergegangenen in London. Machen wir das Licht aus. Im Dunkeln fahren ist besser. Die Crew fördern. Ja, habe ich doch schon. Die Crew hat keinen Hunger. Die hat 3 Supplies, aber... Achso, die hat sich selbst... Ach ja. Dann geben wir auch die den Sauerstoff. Geben wir auch aus, ja. Wird schon passen. Was ist das? Tod oder wie? Terror. Terror 5, okay, also es steigt Terror. Ach so, ah, okay. Ah, so steuere ich, okay, jetzt ist alle Mann auf 2. Gut. London war auch in der Richtung, ne? Fallender Stein. Nun, da sind Fragmente auf den runtergefallen. Das Dick ist jetzt alt und mit Narben schon mit Narben verdeckt. Der Klang ist so, wie kein anderer es weiß. Oder Siegler niemals vergessen werden. Dieser hier ist... hat das Glas von einem... Bindeckel, keine Ahnung, von irgendwas auf dem Deck kaputt gemacht. Ein Omen! Ein Zelda. Hier, die schreit. Ist die einzige hier. Der Gott ist in... Der Gott ist auf dem Deck. Der Sturm ist böse. Das macht keinen Sinn. Ja, einfach weitergehen. Einer von diesen 3 namenlosen Göttern von dem See. Eine absurde irgendwas. Mir fehlen dafür die Wörter, um die zu übersetzen. Das ist das Problem. Mutter von irgendwas. Die wollen, wollen Opfer haben. Ein Angebot von mir. Bla bla bla. Ja, das interessiert mich Gott. Ich will zurück nach London. Meine Crew hungert und leidet. Mein Treibstoff geht aus. Da ist wieder London. Wenn es London war. Nee, stimmt gar nicht. Das war noch ein Stück weiter. Bin ein gutes Stück weiter in rechts gefahren. Geil, wir haben... Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine Krabbe besiegt, mehr nicht. Ich kann rechts klicken, es tut sich einfach nichts. Stock. Oh, da fahren andere Schiffe. Das jetzt mit dem Andocken hier. Alter Mann, stopp. Ich kann nichts machen. Chart. Oh, das ist eine Karte. Sehr schön. Öffnen wir noch auf M, ne? Ja. Ja. Hm.
Keine Ahnung. Transformship. Das ist ein Transformer oder was? U-Boot. Benutzen. Horn. Es gibt ein Horn. Ich wollte die Hülle eigentlich nicht reparieren, aber wenn wir schon dabei sind, verbrauchen wir auch unsere letzten Reserven. Ach, E? Ach, E ist das also. Eine Inspektion vom Deck. Ne, vom Minister. Ja, gute Nacht. Ich glaube, sicher wird eher ein Test. Ich kapiere das halbe Spiel nicht. Ich belasse das mal bei einer Folge. Oh, ich habe nichts zu verstecken. Gut, speichert. Oh Gott, was habe ich hier angeklickt? Schnell wieder schließen. Naja, warum nicht? Ich kann immer Leute gebrauchen. Habe ich jetzt was eingesammelt? Ja. Oh, jetzt haben wir einen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon einen weiteren. Wir sammeln Leute. Was ich aber machen könnte, Shop. Ich habe 30 Echos. Wir könnten diese diesen. Boah, was könnten wir verkaufen? Nix. Ich habe nichts gesammelt. Kaufen wir so viel Fuel wie es geht. Achso. Nicht über Bord werfen, bitte. Gut, jetzt habe ich 5, ne? Ja. Oh, da haben wir schlecht begonnen. Gut, fahren wir weiter. Diesmal gehe ich nach unten. Die Musik hat auf jeden Fall spontan mal Lust, mal anzufangen, oder nicht? Ich glaube, es ist Zeit, das da auszurauben. Was auch immer das ist. Sieht aber aus wie eine Boje, ne? Kannst nicht anklicken, sonst wird also nichts passieren. Es scheint wohl als ein Leuchtturm. So ein Leuchtschiff eher. Das ist schon cool mit dem Schatten auch so ein bisschen. Es gibt so einige Spiele, die so aussehen. Oh, noch eine Todeskrabbe. So, Fahrt verlangsamen und... daneben. Rums, ja, aber richtig gesessen. Sehr schön. Nicht schlecht. So. Und das fällt runter. So. Wir brauchen Supplies. Also hole ich mir Supplies. Das hat auch gerade so meinen 44 Hunger gestillt. Ich will aber mehr haben. Meine Hülle ist gut genug. Ich habe ja durch das Supply... Oh, mein Treibstift geht zur Neige. Unschön. Wir haben schlecht gestartet. Das ist alles. Wenn wir nicht schlecht gestartet hätten. Hunderttausend Leben. Wollen wir mal schauen, wie lange. Ist bestimmt gut. Instant tot.
Das halte ich für ein Gerücht. Das hatte 130 Leben. So viel Schaden macht mich doch nicht. Naja. Unschuldige Seemänner umbringen. Warum nicht? Ich lasse das mal als Maxi-Folge. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Oh, Feind! Klatsch! Volle Kraft zurück. Oh, so langsam kriegt er den Dreh raus mit dem Schießen hier. Wir werden aber gleich auf sie... Da sind sie wieder. So, für Supplies auf jeden Fall. Okay, das ging einfach mal ins Nichts. Ich wette, ich habe auch begrenzt Munition, ne? Naja, unbekannt. Ich weiß, also diese Reports, die man aufsammelt, die bringen ein Echo, also Geld. Das habe ich gerade gelesen. Jetzt halt die Frage, muss, da näht sich was. War automatisch Kampfmodus aktiviert gerade. Warum? Irgendwas ist feindlich hier. Ich weiß aber nicht was. Gut, dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir sterben. Chili Fleur? Was ist denn das? Machen wir es tot. Was weiß nicht, wenn wir es nicht kennen, bringen wir es um. Oh, ist aber schnell. Plotsch. 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 Au. Na, machen wir mal Ausweichmanöver. Ich warte bis das grün ist. Klatsch. Der Gillyfleur ist ein junger irgendwas Fisch. Eine Subspezies. Slick of Goo. Dissolving into the sea. Okay, es ist einfach weg und tot. Was kriegen wir da? Unlock someone. Naja, versuchen wir erstmal zu essen. Strange Catch. Ah, jetzt können wir was fischen. Oder zumindest eine Falle, glaube ich, auslegen oder so. Okay. Mein Treibstoff ist aus. Wir sind aus. Wir sind leer. Okay. Jo, das war's, ne? Notfall. Ach, ich verliere. Ne, ich verliere nicht Leben. Aber. Der Hunger würde stärker. Ja, probieren wir einfach mal aus, was passiert. Dann können wir auch gleich das Licht ausmachen. Das Licht ist auch aus. Ich kann immerhin noch lenken. Das heißt, wehren können wir uns noch.
Ja. Ich warte mal, bis wir sterben. Mal gucken, was passiert. Oh nein, der Terror steigt sogar. Im Logbuch steht nichts anderes als: Wir sind außer Trieb. Wir haben keinen Triebstoff mehr. Kein Treibstoff. Das ist Anno-Musik, falls wer fragt. Oh, wir hören Klänge in der Ferne. Antworten wir mal, wir haben Hunger. Lass mal jemand zukommen. Hunger kriecht über das Schiff. Tag für Tag werden alle schwächer. Jede Nipp von dem frischen Wasser ist sorgfältig rationiert. Seeleute knabbern an Leder. Jeden Morgen findet man Körper, also findet Captain Körper. Und die steif und kalt sind. Naja, einfach aufessen. Warum verschwenden? Ja, ich habe eine Crewmember verloren. Okay. Ich habe 50 Hunger verloren, aber es löst nicht mein Problem mit dem. Interessant, man kann das Verhungern also verlängern. Das finde ich gut. Null Hilfe. Kann ich eine Selbstzerstörung aktivieren? Interessant, ich dachte, ich hätte Crewmember mehr verloren. Jetzt sind noch beide da. Also wenn wir schon verlieren. Es gibt doch. Ja, hier. Über Bord damit! Mehr kann ich auch nicht machen. Terror steigt wenig. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das jetzt senkt, aber es gibt einen Wert, der es bestimmt auch senkt. Ja, ja, gut. Da sind ein paar Ratten drauf im Schiff. Später. Ne, vielleicht ist es, weil die Vorräte leer sind. Vielleicht war die Crew als alternative Quelle von Nahrung ist. Nö. Geht drauf, Leute. Wir haben es hinter uns. Also, ohne Treibstoff auf See zu landen, ist schlecht. Ach. Was denn nun? Einfach ignorieren. Scheiß drauf. Der Captain hat versagt. Der Captain hat jetzt aufgegeben. Lord Baronimus lässt seine Crew einfach verhungern. Oh, es lief ja gut. Schön. Ich habe einfach mal die Regeln ignoriert
von dem Spiel. Aber jetzt habe ich immerhin einen Eindruck, was das Spiel ist. Wenn man es geschickt macht, könnte das gut sein. Wäre besser, wenn das auf Deutsch ist. Mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwie auf Deutsch patchen oder so. Wir haben eine Nebelbank betreten. Wie denn? Achso, es nebelt einfach. Vielleicht trifft uns ja ein Schiff und stirbt dann daran. Dann können wir es aufessen. Ja. Wir schmeißen die jetzt einfach weg. Weg mit den Leuten. Einfach über Bord. Stirb, Leute, stirbt. Ja, ihr habt was Spannendes erwartet, ne? Aber jetzt seht ihr einfach die ganze Zeit, wie wir im Kreis drehen. Ja, ignoriert es doch einfach. Der Terror steigt sogar extrem. Krass. Panik. Es passiert doch eh nichts. Und wenn irgendwas kommt, dann baller ich es weg. So gut sind wir noch. Wir sind verwundet in der See, aber wir haben noch Zähne. Terror! Die Crew Terror reicht Höhen. Das hat noch nicht mal die Hälfte erreicht. Okay, wir können es. Okay. Wenn wir Licht anhaben, steigt's wenig. Und wenn wir an Land sehen, also an Docks, dann ist der Terror also nimmt er ab. Und ist vielleicht sogar ganz weg. Ist logisch. Oh, wann sind wir denn endlich mal tot? Ja, einfach wegignorieren hier. Vielleicht kriegen wir ja gleich eine Meuterei zu sehen oder so. Bevor wir alle sterben. Jetzt laut dem Spiel kann ich noch einen Gang hochschalten, aber... So, übrigens ein Nachfolgestream, ne? Oh, Lord Baronimus nimmt Leben ab. Oh, er verhungert selbst. Wir werden beobachtet. Ist aber schön. Schmeißen wir die Leute über See, wenn wir beobachtet werden. Schaut das überhaupt noch jemand hier? Ist übrigens nach dem Stream, ne? Nein, mein Hunger nimmt ab. Ja gut, er stirbt, der Captain. Der die ganze Zeit die Hupe betätigt. Also irgendwann hätte jetzt spätestens einer zu Hilfe kommen müssen. Weil ich glaube, so lange hupt doch keiner. Oh nein, ich werde beobachtet. Schnell, Fledermaus, hol Hilfe. Nein, da ist nichts. Vielleicht sind wir in einer bestimmten Richtung, oder? Memories, also Erinnerung der irgendwas. Ach, jetzt erinnern wir uns an daran, wie Nahrung wirklich aussieht. Heißes Hähnchen mit cremiger Milch. Ne, ist irgendwas anderes. Das ist bestimmt kein Hähnchen hier. Und Honig. Der Geruch von geröstetem Hühnchen. Gummiartige Lumpen, der den Weg, die zu
zu kochen, ja, hier zuzubereiten. Knuspriges Fleisch. Auf jeden Fall haben wir richtig Hunger. Ja, wir geben auf, ne? Währenddessen hupen wir weiter. Dass ich so lange mit einem Lebenspunkt da oben rechts leben kann, ist ein Wunder. Das Video geht schon 46 Minuten. Nö, wir bleiben im Kampfmodus. Immer Alarmbereitschaft. Ein Geruch der Veränderung zieht vorbei. Und sind wir dann wirklich tot? Ist man unsterblich in dem Spiel? Ich will's rausfinden. Kann ich den noch reparieren? Ne? Zack. Wir bringen die maximale Terrorinstanz durch. Oh, das war jetzt eine Menge Hunger hier, aber der Terror ist extrem voll gestiegen. Verloren, alle Hände. Du und all deine Crew sind weg. London, ich bin tot. London wird spekulieren, warum das so weit gekommen ist. Du wirst vergessen werden. Okay. Es ist zu Ende, aber... Moment, jetzt lese ich mal im Englisch vor. You know, lodge in a room above the blind... Ach, dann lernt man die Geschichte, ne? Was man erlebt hat. Your first captain has died. Don't worry, these things happen. Explore boldly with an... Also, man soll es weiter versuchen. Nett. Gut. Wir sind tot. Wir haben nichts unlocked. Ja. Ja, ja, das war's erstmal. Interessantes Spiel. Das war jetzt sehr interessant. Schöner Einstand. Gleich direkt gestorben. Gut. Soll ich das weiterspielen? Dann schreib's in die Kommentare. Wenn nicht, dann ist es auch egal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.